Ja genau, erzähl, dein Song hat irgendwie die Rekorde gebrochen, alle Leute haben sich dafür interessiert. Hast du das erwartet, dass es so krass laufen wird? Ganz ehrlich, Sascha, im Endeffekt, ich hatte gar keine Erwartungen. Ich habe den Song nicht für die Fans gemacht, auch nicht hier für das ganze Rap-Publikum. Ich habe den Song für mich gemacht. Viele sagen, boah, PR und alles, aber PR wäre es, wenn mein Album irgendwie 2 Wochen danach rauskommt oder einen Monat danach, was nicht der Fall ist. So, ich habe den Song gemacht, weil es auf meiner To-Do-Liste ganz oben war, weil der Typ einfach übertrieben hat. Und ich meine, im Endeffekt, auf seine Aktion folgt eine Reaktion, ganz klar. Und ich glaube, er muss Echo jetzt vertragen. Und ja, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Ich freue mich, dass er jetzt auch endlich mal hier seinen Senf abbekommt. Und wie gesagt, wie es weitergehen wird, werden wir sehen, ob er jetzt wieder antworten wird oder nicht. Aber hey, wir sind nicht im Kindergarten. So rap-technisch zerstöre ich ihn einfach. Und das hat auch jetzt wirklich jeder gehört. Und der Rest ist mir scheißegal. Denkst du eigentlich, dass die Leute dich vorher unterschätzt haben? Weil jetzt kommen ja viele, die sagen, boah, Kay rappt ja voll krass in diesem Song. Denkst du, dass die vorher dachten, so ja, der ist eigentlich gar nicht so gut? Ja, das Problem ist, dass die mich alle erst irgendwie durch die SDS auf dem Schirm hatten. Und so Songs wie VIP und I Need a Girl und so, die haben jetzt nicht gedacht, dass der Typ nochmal so auf die Kacke hauen wird. Und ich glaube, das sind halt auch sehr viele krasse überrascht jetzt momentan. Ich habe ein bisschen übertrieben, das kann sein, aber ich habe gewisse Grenzen nicht überschritten. So wie seine Mutter beleidigen oder Vater beleidigen, das macht man nicht. Und ja, aber alles andere habe ich angegriffen. Tut mir auch nicht leid, weil am Ende, was er gesagt hat, so, das war schlimmer in meinen Augen. Ja, und wie gesagt, der muss Echo jetzt vertragen, interessiert mich nicht. Gibt es denn so Sachen, wo du jetzt gedacht hast, ach scheiße, habe ich ganz vergessen zu erzählen? Nee, also ich meine, ich glaube, das Schlimmste für ihn ist, glaube ich, dass ich das mit den Hunden aufgedeckt habe, was wirklich passiert ist. Warum wirklich, ja? Leider. Du perverser Typ, ey. Du hast es auch gesehen, oder? Ja, ich will jetzt auch nicht zu krass hier ins Detail gehen, aber ist schon krank. Ist schon krank. Also jetzt ist das Thema für dich abgehakt, oder? Ey, wenn der wieder antworten wird hier bei seinem CCN und so, soll er alles machen. Weißt du, ich weiß nicht, was er für Probleme hat. Der Typ ist 36 Jahre alt. So, ey, wie gesagt, ich wollte das auch nicht, aber jetzt nach einem Jahr auf meinem Kopf rumtreten, das reicht mal. So, diese ganzen Vorwürfe hier, der ist mit Polizei unterwegs. So, ich bin hier mit meiner Zigarettenschachtel unterwegs, weißt du, ganz allein in München. Aber wie gesagt, lass ihn mal seinen Kinderfilm weitermachen. So, wenn er es wieder haben will, kriegt er es nochmal und immer wieder, bis er es lernt. Aber ich lass nicht mehr so mit mir umgehen. Was hast du jetzt geplant? Was passiert 2015 bei dir? Ach, ehrlich gesagt, habe ich wieder Lust auf Partymusik. Ey, ist mir alles zu düster. So, aber mein Album wird sehr vielfältig auf jeden Fall. Wann es rauskommt, weiß ich noch nicht. Ich bin noch in der Mache, aber auf jeden Fall nächstes Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe mich gerade wieder so ein bisschen gefunden und es macht wieder Spaß, Musik zu machen. Es macht wieder Spaß, Leute zu ärgern, zu polarisieren, zu attackieren, zu ignorieren. Ist cool. Ja, aber die Features gibt es ja auch schon ein paar, die du irgendwie angeteasert hast. Stehen da noch mehr fest, oder? Ja, mit Mandy werde ich einen Song machen. Nein. Nein. Wen kann ich denn verraten? DJ Antoine? Wen kann ich noch verraten? DMX? Ja, das reicht, sonst ist nicht mehr spannend. Würdest du mit Mandy einen Song machen? Über Fußball, oder? Ein Fußball-Song? Nee, nein. Ja, ich bin aber cool mit dir. Wir haben keinen Streit. Alles super. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Alles cool. Was ist dein Wunsch so für 2015? Alles, was ich mir mit Geld nicht kaufen kann. Liebe, Gesundheit. Das heißt, du suchst immer noch? Ja, ich suche. Machen wir einen Aufruf bei Bravo. Ja. Aber du, das heißt, es mit der Show hat nicht so funktioniert, wie du das vorgestellt hast? Ja, sonst wäre ich doch immer mit meiner Prinzessin auf dem scheiß roten Teppich hier. Ja, ich bin ganz alleine. Victoria habe ich dabei, aber es ist meine beste Freundin. Das heißt wirklich, ist das für dich möglich, Freundschaft zwischen Junge und Mädchen? Ja, bei ihr komischerweise schon. Du hast ja mal gesagt, das ist eigentlich für dich nicht möglich. Ja, ist schwierig. Ist schwierig, aber ich glaube, ich bin ein bisschen erwachsen geworden. Ein bisschen. Vielleicht tagsüber. Tagsüber bin ich ein bisschen erwachsen. Das heißt, nachts müsste sie vorsichtig sein. Okay, danke.